VIP-Suborbital. Und ich zahle 10 für die Reise nicht. Fördere 2er. Zahlen Sie die Reise nicht. Okay. Dann nehme ich jetzt genau die beiden. Einfach um Kohle zu machen. Erstmal. Das wären 3 Leute. So, das heißt, ich nehme hier die ganze Sache weg. Nehme hier mal kurz den Checker noch zur Hand. Wähle jetzt, Moment, davon 2 Dinger aus. So, die Teile sollten runterkommen. Das heißt, möchte hier die dran haben. Warte mal, Strom. Ich habe doch jetzt auch Strom. Zack. Elektristorage, der will hier 500 haben. Aber die Teile haben nur 400. Wenn ich jetzt hier 400 eingebe, ist das Teil auch grün. Den Rest haben wir ja auch noch nicht erforscht, beziehungsweise Engines kommen ja noch dran, aber ich möchte erstmal hier die Sache sicher haben. So. Genau, passt soweit. So. Und jetzt das Teil soll einfach nur nach oben fliegen. Das heißt, ich mache es mir jetzt hier wirklich total simpel. Sage hier 75, ich glaube, das sollte ausreichen. So. Wenn man den 75 machen, kann der eigentlich auf 50 gehen. So. Dann machen wir hier noch einen unten drunter. Auf 100% laufen lassen und hoffen dann mal, dass das Teil einfach funktioniert, dass das einfach nur nach oben ballert. So, das heißt hier noch mal Flügelchen ran. Das sind nämlich schon 39 für 15.000, das passt. So, Checkerliste weg. So, jetzt suche ich mir nämlich die Leute zusammen. Einmal den Pilot, einmal die 3 Touristen. Pilot brauche ich nicht, weil ich ja keine Umlaufbahn damit schaffe, aber das ist einfach simpel nach oben geballere, glaube ich. VIP 1 Suborbit. Speichern, Feuer frei. Der soll einfach nach oben, Kerzengerade, einfach hoch und fertig aus. Mehr soll er gar nicht tun. So, zack. Und jetzt wollen wir mal gucken. Geht natürlich nicht, weil er zu schwer ist. Knapp zu schwer, knapp zu schwer. Das heißt, Checker brauche ich jetzt auch gerade nicht. Das heißt, ich mache hier noch 2 davon ran. Die besseren Booster hier.
Strats möchte ich auch mal haben. Genauso wie das ein bisschen für die Aerodynamik, vor allen Dingen am Anfang. So, und da das hier wirklich nicht viel ist, was er eigentlich mehr braucht, machen wir die auf 50. Jo. So, und das ist jetzt einfach Kohle verdienen. Relativ billig Kohle verdienen. Drei, zwei, eins. Auch eine der Dinge, die in einem Weltraumanzug nicht passieren sollten, zu niesen. So. Das ist ja mies, dass die Feuer alle waren vor dem. Kerzengerade, sehr schön. Das läuft. Immer billig hin, das Teil billig hoch zu katapultieren. Rest sollte es eigentlich jetzt ins Weltall gehen. Super vitaler Flug. Check. Sind wir schon bei 50. Es wird ein bisschen hinausgehen. Aber auch gar kein Problem. Oh ja. Es geht jetzt aber ganz schön hinaus. Da kommen wir bis auf 165 Kilometer Höhe. Meine Fresse. Sind wir aber ganz schön dabei. Wir haben schon mal drei Aufträge erfüllt. So. Wir müssen jetzt nur noch wieder zurück. Die guten. Wir können uns ja mal eine Sicht angucken, wie die so sehen. Ja, da ist Kerwin. Bisschen Licht, bisschen Schatten. Interessant. So, Sicht. Oh, die Haare hier, der hat auch eine Frisur. Und hier,
Star Trek Uniform like. Man noch geblendet von der Sonne hier. So, aber lassen wir den mal jetzt hier aufsteigen und wieder herunterkommen. So, den schön wieder auf Dings. So, das machen wir erstmal nochmal aus. Der soll mal ein bisschen in die Atmosphäre erstmal stürzen. So, T, zack. Und jetzt bitteschön. Jetzt kommt es darauf an, dass die Atmosphäre den hier oben nicht runterbremst. Jetzt haben wir ein Problem. Komm schon. Das setzen wir mal zurück. Das war doch nicht so ein guter Plan. Ja. Ne? Shit, da war's. Nehmen wir das Ganze hier weg. Designen wir nochmal neu. So voll nach oben einfach billig. Nee. War dann doch nicht so. Zack. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier ein bisschen anders designen. Muss da ein bisschen Schräglage kriegen. Die Atmosphäre bremst dann nicht genug ab, wenn er so steil runter geht. Wollte ich schon wieder fast vergessen. So, der ist zum Abbremsen da. Der zum noch mit hochfeuern. Kann aber 75% sein. So. Muss man mit rein, das ist auch mal ein schönes Design. So. Hier bei 75. Hier lassen wir mal 100. Zum Flügelei. So, sind wir bei 25.000. Naja, gut, sollte trotzdem noch ganz gut hinhauen. Passt, wackelt und hat Luft. So. Nehmen wir doch jetzt mal den Bumerang statt Platz. Jo, guten Hunger zum Frühstück. Vor allem Frühstück 9:30 Uhr. Naja. So. Ach, mit dem einfach nur runterfallen lassen billig, das war natürlich ein billiger Fehl. Darauf hätte ich auch eher kommen können. Na egal. Man sieht hier so ein bisschen in einer Pampa im Gebirge. Zwei, eins.
Mist, haben wir noch keine. So, gleich werden die Dreier abgeworfen. Boah, aber dass man dann direkt so ein, neben so einem Gebirge so eine Stadtrampe baut, ne? Die sitzen überhaupt aus. Der ist näher an den Polkappen dran hier, zumindest an der einen da. Ah, das müssen wir merken. So, kriegen wir den jetzt wieder hier mal auf Kurs oder wie sehe ich das? So, 30, besser 33. Ein bisschen hier nach oben. Jetzt wird das doch nichts mit dem Suborbitalflug. Ja, ein kleiner umständlicher Flug für die paar Touristen hier, aber es bringt halt Kohle. Müssen wir halt noch ein bisschen besser designen hier, die Rakete. Vor allem die unteren Stufen, die schlappern mir noch zu viel rum. So. Zack. Und hoch das Ganze. Sehr schön. Drei Teile erreicht. 85 Kilometer. Passt. Mach dich schon mal in die stabile Lage. So, dann nehmen wir den Strom, nehme ich mal weg, obwohl wir haben hier eigentlich genug, aber ja, lassen wir ihn erstmal wieder absacken. Weil so flach ist das nämlich hier auch nicht.
Wir haben zumindest noch nicht die Geschwindigkeit, die wir vorher hatten. So, Lala. Das müsste es jetzt eigentlich sein. Das schlingert aber, meine Fresse. Die haben Karussell mitgebucht. Das ist eigentlich so meine Landegeschwindigkeit, so knapp 3 Meter oder knapp drüber über 3 Metern. So, kann ich nämlich nebenbei noch mir was zu trinken eingießen. Muss ja auch sein. Also wie gesagt, das ist jetzt schon schneller, kann ich gerade nicht vorspulen. Ah. Ich könnte natürlich jetzt hier sagen, abdrin, 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 abdrin. Also das würde auch noch reichen. Ist die Leiter, die ist da. So, und jetzt meinte er, das so. Daten nehmen. B. Q-Bericht. Ah, interessant. Interessant. Raumschifffahrt Bergen. Danke, danke für den Tipp. Also, das sind so hier klitzekleinen Tipps. Das ist der Hammer. Ah, wie die einen weiterbringen.